und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin die Mary Sancho und ich spiele für euch heute Born into Fear. Dieses Spiel ist von Just Saw Studio und ist am 21. März 2022 erschienen. Dieses Spiel ist ein kleines Rätsel-Horror-Game, genau weiß ich es nicht. Viel ist tatsächlich nicht bekannt oder beziehungsweise ich weiß nicht viel darüber. Das Spiel wurde mir in einer Facebook-Gruppe empfohlen. Hab's mir dann geholt und es ist schon eine ganze Weile in meiner Bibliothek. Allerdings nutze ich jetzt die Gelegenheit und werde es spielen mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das ganze Ding ist für 5 Euro in Steam zu erhalten. Ich werde den Link wieder unten in die Videobeschreibung packen. Ja, und ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich würde sagen, wir springen einfach rein und starten ein neues Spiel. Choose Slot. Ja, wir haben ja so viele Slots, ne? After you read your briefing, head to the neighborhood and destroy Sally. Keep your head on straight and I'm sure you'll be fine. Okay, ich muss mal kurz noch mal in die Optionen gehen und sollte mal Sounds Effect. Oh, das Ganze scheint tatsächlich bloß auf Englisch zu sein. Input, da kann es eigentlich nicht sein. Wenn dann bei Audio, und bei Audio haben wir ja nur die Lautstärken. Regulierung. Okay, gut. Dann müssen wir das Ganze wohl auf Englisch spielen. Beim Englischen ist es so, dass ich es auf Englisch vorlese und es dann einfach nur grob übersetzen werde. Caution, letter, picture, picture, picture. Okay, wir haben hier auf dem Tisch. Die Maussensibilität habe ich tatsächlich schon angepasst. Die habe ich schon runtergedreht. Das habe ich vor der Aufnahme noch kurz gemacht. Ui. Okay, der slidet so ein bisschen. Grafik sieht ganz geil aus, muss ich sagen. Wir haben hier Operation Covered, Genesis. Investigate the neighborhood for a way to destroy the barrier protecting house 117. House 102, 106, 107, 111, 112. And 12, 113 and 116 may be key in destroying the barrier. Destroy any evidence of H's involvement. Eliminate Sally. Okay, also wir sollen eine Barriere, die das Haus 117 beschützt, irgendwie oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Zerstören, genau. Und dazu müssen wir in das Haus 102, 106, 107, 111, 112, 113 und 116 mit einem Key rein, um das zu schaffen. Und wir sollen einige Elemente, Evidences, also Beweismittel für HSS Involvement zerstören, also derjenige scheint da involviert zu sein und wir sollen Sally eliminieren. Okay. Ah, das Ages sind wir. Also wir sollen praktisch zerstören, dass wir, also die Beweise dafür, dass wir dabei involviert sind. Okay. Auf dem Tisch liegen Briefe und Fotos. Die werden wir uns gleich anschauen. Was haben wir hier hinten? Oh, das ist ja süß. Tierchen aus... aus Papier, aus Zeitungspapier. Ich mag die Grafik, sieht toll aus. Man kann... oh, was haben wir hier? Ah, look. Wir schauen einfach. Mhm. I used to make these as a kid. Ah, er hat das... also die Origami-Sachen, die hat er als Kind gemacht. Alles klar. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Der Ausschlag in OBS ist ganz gut. Musik ist gerade keine da, aber das kommt wahrscheinlich noch. Wir haben hier viele Gadgets. Oh, oh. Ah, okay. Ich muss in das Auto einsteigen, um hier wegzukommen. Die Schubladen kann man nicht öffnen. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal. Save Progress. Ach, okay. Hm. Save will ich jetzt erstmal nicht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an.
Unfortunately, the neighborhood has become much more dangerous since your last visit. A surveillance of North Hollow Heights has shown new variants of Sally roaming the suburb. We've yet to see these new variants in action, so we can only theorize about their abilities. Attached are a few of the photos we've managed to capture regarding these new Sally forms. Okay, also es hat sich einiges seit unserem letzten Besuch hier verändert. Und die Überwachung von Hollow Heights hat gezeigt, dass es neue Varianten von Sally gibt, die da unterwegs sind. Wir sehen also die Varianten in Action, also, und wir haben ein paar Theorien über ihre Abilities, also ihre Herrgott. Manchmal fällt mir, also entschuldige, ich muss mich dafür entschuldigen, manchmal fallen mir die deutschen Worte tatsächlich nicht ein. Ihre Möglichkeiten, ihre das, was sie können, was sie machen. Und die haben Fotos, wo wir uns diese... was? Oh, jetzt habe ich zweimal getickt. Das ist jetzt so. Wir haben einfach Fotos jetzt von denen, die wir uns jetzt angucken. Okay. Okay, ja, ich habe im Trailer schon gesehen, dass es sich hier wieder um Manneker-Puppen handelt und ich kriege jetzt schon ein zu viel. Das sind wohl die Sallys. Okay, eine Sally. Die ist ekelig. Die ist aus Holz. Igittigitt. Die ist auch nicht besser. Okay, und die sind hier in der Nachbarschaft unterwegs. Alles klar. Was haben wir hier Hübsches? Einen Brief, noch einen. Das kann ich so nicht lesen. Operation Covered Chances. Agent J. Great work yesterday, Agent. With the intel we've gathered, thanks to your actions, we've concocted a plan to deal with the buffer known as Sally. You're being sent into the area, but this time you'll be striking for the source of the buffer's power, House 117. As far as we can tell, Sally has claimed this home as her base of operations. However, it won't be as simple as just walking up to the house. Odds are likely that Sally has announced some sort of protection to guard against intruders. With our limited understanding of her powers, we suggest you investigate some of the houses in the area for means to destroy the barrier. We've detected her presence at these houses. Ja, haben wir schon gelesen. Searching them may yield a solution to, ja. Also das haben wir ja schon mitgekriegt, das stand ja schon an der Tafel dran. Das Haus 117 ist anscheinend ihre Base, also ihr Unterschlupf, ihr davon, wo sie auch von ihre Aktion startet. Und da wir nicht viel über Sally wissen und das, was die Sally kann, müssen wir praktisch die anderen Häuser untersuchen, um eine Möglichkeit zu finden, die Barriere, die sie da aufgebaut hat, zu zerstören. Und denn sie wird gegen jeden gehen, der wo da versucht einzudringen, also hier ein Intruder ist. So, Save Object. Wir saven dieses Object. Save Game. Ah! Wenn wir das haben, können wir praktisch sie dann leave. Okay. Okay, ich habe hier keine Items mehr, die ich mitnehmen kann. Das sind nur... Kann ich den schnell... Oh, ja, das kann ich. Ich kann tatsächlich schnell laufen. Ah, was haben wir denn hier noch? Da haben wir einen übersehen. If you ever want to see your mother again, join Aegis. Make it through the training and earn their trust. When you hear the name North Hollow Heights, you'll know it's time. Okay. Das hört sich jetzt allerdings ein bisschen nach Erpressung an.
It's been 8 years to the day since the tragedy of Lake Ridge. To my readers who are too young to remember it, the Lake Ridge incident was an attack on the aforementioned town by the creatures known as Buffers. Dozens of the monsters descended on the town one night as slaughtered with its people within hours. Few managed to escape. The chaos wasn't limited to the town itself, however. The nearby prison, Lake Ridge Prison, was also brutally assaulted by these strange creatures and reduced to rubble. The prison reported a near 100% fatality rate for its prisoners after evacuation was completed. For weeks, the town was considered uninhabitable and was cordoned off by the government until Aegis arrived. Aegis was an up-and-coming group at the time dedicated to the eradication of anything Buffer. The brave people of Aegis created weapons to destroy the creatures and reclaim the town of Lake Ridge for the people of America. For that, we owe them our thanks to this day. We can only hope another tragedy on this scale never happens again. Also, da muss anscheinend irgendwas Schlimmes passiert sein, gerade mit diesen Buffers. Und Dutzende von diesen Monstern haben irgendwie die Leute in dieser Stadt abgeschlachtet. Jetzt mal so wirklich sehr grob übersetzt. Und auch im Gefängnis von Lake Ridge ist einiges schief gelaufen. Und die von Aegis kamen dann dahin und haben die praktisch, sag ich mal, befreit. Und die müssen und die zollen ihren Tribut und sind dankbar dafür, dass die denen geholfen haben. So, ich glaube, wir haben hier jetzt alles durchgeguckt. Ich kann mir echt hier nichts nehmen, keine Taschenlampe, nichts. Okay, das heißt, wir werden uns hier jetzt in das Autochen begeben und einfach mal losfahren und schauen, wo wir rauskommen. Womöglich in Lake Ridge oder irgendwo anders. Ich habe keine Ahnung und ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen, was gar nicht so schlimm ist. Dann mache ich diese eine Folge ein wenig länger. Ne? Ich stelle das Ganze hier jetzt, sage ich mal, nochmal so. Genau. Ach, der Ladescreen dauert mal wieder ziemlich lange. Das ist ja wieder mal wunderbar. Eine halbe Folge voller Ladescreens. Juhu! Juhu! Das lädt wirklich ziemlich lang. Ja, ich weiß, mein PC ist nicht der Beste. Normalerweise sollte das zügiger gehen. Ich mach das mal ein bisschen lauter auf meinem Ohr. Okay. Ich hoffe, ihr hört das gut. Moment, ich drehe es für euch noch mal ein bisschen lauter, weil das ist tatsächlich Master. Ich hoffe, das ist jetzt gut so. Ich kann es nämlich in OBS nicht höher drehen. Probieren wir es noch mal. Das ist immer blöd, wenn man es vorher nicht ganz weiß. Musik, Effekte, alles, tralala, wir drehen es jetzt einfach mal hoch. Das ist Master. Ja, ich glaube, so ist es besser. Ich denke, das ist ganz gut so. So, wir sind jetzt also in dieser kleinen Stadt hier angekommen. Hier steht unser Vehikel. Unser kleines, hübsches Autochen. Ja, wir wollen nicht liefen. Das ist nicht so Sinn der Sache. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier jetzt erstmal um. Wir sollen ja in die Häuser 100, habe ich vergessen, 102. Remember, Agent, you won't be able to access the creature's lair to destroy it until you search through the houses marked in your briefing. Ja, ist mir klar. Also wir müssen die einzelnen Häuser durchsuchen. Das waren 102. Mach mal Tab. 102, 106, 107, 110, 111, 113 und 116. Und dann müssen wir in 117 die Buffers eliminieren. Also gut, wir werden jetzt einfach mal nach
100 Dingens gucken. Hier ist schon 102. Ich denke mal, wir stürzen uns da jetzt einfach mal rein. Brust haben wir keine. Und sind die jetzt schon on the run? Also sind die hier schon unterwegs und versuchen uns hier zu haschen, zu kaschen oder was auch immer? Oder kommen die erst, wenn wir die Häuser anfangen zu durchsuchen? Hier haben wir einen Stuhl. Habe ich irgendwie... Ich habe einen Leiter. Ach, das ist ja gut. Okay. Das wusste ich jetzt so nicht. Aber ich brauche jetzt gerade mal keinen. Hier ist ja sonst nichts. Brauche ich irgendwie einen Schlüssel oder irgendwas? Aber hier kann man ja eh nichts... Die sind auch nur angedeutet, die Stühle da drin. Wir gehen jetzt einfach mal in das erste Haus. 102. You guys can die from put all my wine bottles back in your places. Or you're going to lose your phone for the next week. Oh, and while you're at it, put the chairs back too. Was? Ich soll die Chairs zurückbringen. Okay. Okay. Warte mal, ich muss mal schön rein. Hier hat sich doch gerade was getan. Minders, there's appear to be two different types of buffers roaming the neighborhood. I'm quieter on grass. Crouch walking makes me harder to detect. I'm relatively safe inside of the houses. F for flashlight, Q or E to change light type. M for map, left control to crouch. Okay. House Nummer 102. The Dorsons were a happy family until the mother died in a car accident 10 years ago. The father remarried fairly recently and our surveillance had revealed some questionable activity on the stepmother's end. However, she'd been treating those kids. It's over now for all of them. Looks like Sally's given me order again. She's asked me to put all of the wine bottles and chairs back in their respective places. Also die Dawson waren eine happy family, bis die Mutter halt in einem Autounfall umkam. Danach hat der Vater nochmal geheiratet und die Stiefmutter hatte ein fragwürdiges Ende. Sie hat die Kinder, wow, fällt mir das Wort wieder mal nicht ein, aber das ist jetzt alles vorbei für jeden. Und die Sally, die hat mich jetzt darum gebeten, die Weinflaschen und die Stühle zurück in ihre ursprüngliche Position zu packen. F ist für Flashlight, das haben wir schon rausgefunden. Und wenn wir... Ich will die Türe schließen, nicht das Licht ausmachen. Licht an, bitte! Wow, mega! Das ist ja grauenhaftes Flashlight. Okay. Find and return wine bottles. Acht Flaschen und fünf Stühle müssen wir finden. Der erste Stuhl ist ja schon mal hier. Den packen wir und bringen ihn hier zurück. So. Bottle. Hier ist noch eine Bottle. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal... Wine Cabinet. Ah, ich glaube, hier müssen wir ein bisschen reinpacken. Kann das sein? Look. Have you been drinking my wine? I swear to all that is holy if I find out that you've been watering down my booze, your ass is going to be out on the streets. Okay, da hat irgendeiner wohl ein Problem damit, dass man seine Flaschen getrunken hat oder seinen Wein getrunken hat, sage ich mal. Ah, okay, das geht von alleine, das finde ich gut. Okay, wir müssen also, hier ist noch eine Weinflasche, die können wir auch mal nehmen. Die packen wir auch mal rüber. Und wie gesagt, das ist ein kleines Rätsel-Horrorspiel. Ist die Flasche jetzt drin? Ja, die Flasche ist drin. Und dann war hier noch eine auf dem Tisch. Die packen wir auch gleich. Das sind so kleine Rätselelemente, die wir hier haben. Genau, das ist die nächste Flasche. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir brauchen noch sechs Stühle. Ne, gar nicht wahr. Drei Stühle und sechs Flaschen. So, und ich... Ach, guck mal. Wir speichern einfach mal, weil wir es können. Und das Ding da gerade zufällig rumsteht. Wird uns diese... Oh, nee, im Keller. Wird uns diese Sally hier in irgendeiner Art und Weise vielleicht
versuchen aufzuhalten oder irgendwas? Wird die immer wieder irgendwo auftauchen? Wird die uns verfolgen? Ich habe keine Ahnung. Alles Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Ich versuche jetzt einfach mal dieses erste Rätsel zu lösen, so gut es geht und so schnell ich kann. Hier haben wir noch eine Flasche. Wir brauchen... Ach, da hinten habe ich noch einen Stuhl gesehen. Pack's da drauf. Hier ist noch ein Stühlchen. Das scheint ja ganz gut zu laufen. Okay, also wir haben hier noch einen Stuhl, der da noch hin muss. Den müssen wir noch finden. Haben wir hier sonst noch irgendwo? Hier ist noch... Moment. Ketchup-Flasche. Ne, ich brauche ja keine Ketchup-Flasche. Ich brauche ja... Aber was kann ich mit der machen? Halt's Maul. Ach, putz deinen Scheiß selber auf und erschreck mich nicht. Alter, Bimbam. Na, danke. Also gut, jetzt habe ich meine Antwort. Die wird also, wenn wir irgendwas Falsches machen, glaube ich... Ah, wir müssen das dann jetzt aufputzen. Ah, okay. Also wenn wir irgendwas Falsches machen, wird die uns attackieren oder was auch immer. Gehen wir mal nach oben. Oh, also der Lichtstrahl ist Käse. Hier haben wir noch einen Chair. Den bringen wir gleich mal nach unten. Komm mal mit Stühlchen. Ich sehe rein gar nichts. Der Stuhl ist direkt vor meinen Augen. Huch. Hä? Achso, ja. Jetzt. Ich kann nicht schnell laufen, wenn ich den Stuhl habe. Okay. Oh, Moment. Ach ne, jetzt habe ich gedacht, da ist noch eine Flasche, aber das war nicht so. Wie viel haben wir noch? Wir brauchen noch... Okidoki. Hä, habe ich denn jetzt wieder nicht gestoppt? Der hat sich einfach ausgeschalten. Warum hat er sich ausgeschalten? Will der mich verarschen? Ach nee, der läuft. Jetzt, okay. Wir brauchen noch einen Stuhl und 4 Flaschen. Wir gehen nochmal nach oben. Ich weigere mich gerade ein bisschen, in den Keller zu gehen. Da habe ich nämlich überhaupt keine Lust dazu. Oh, hier geht es noch weiter nach oben. Was haben wir hier noch? Diese Stühle sind hier wohl nicht gemeint. Hier ist auch keine Flasche oder so. Okay, hier sind nirgendwo... Hier ist eine... Oh, wie schön! Oh, diese Lampen finde ich voll cool. Beziehungsweise ist das überhaupt eine Lampe? Dr. Caleb? Press spacebar to skip along. What the hell? I've never killed anyone. Oh, great. It's one of the murders. What the? Don't act surprised. You and your HS buddies killed me. Just like everyone else in the neighborhood. I died 2 days ago. Nein? Bullshit. You might not have pulled the trigger. HS goon, but you killed... Danke. It's bad enough I had to deal with you while I was alive, but do you have to haunt me... In death too? Look, I'm sorry about what happened to you, but HS needs the power to protect the world. Your sacrifice won't be forgotten. Versuch mal. My sacrifice? I didn't ask to die. My wife didn't ask to die. My kids didn't ask to die. They were so young. Whole lives ahead of them. Don't you dare talk to me about sacrifice. How are you here if you're dead? Shouldn't you, I don't know, be in the afterlife or something? I'm not sure how this works either. My daughters both died that night along with me, but I can't sense them anywhere. There's no way I'm leaving this place until I know where to find them. Is there any way I can help? I think there might be. In our house number 102 on the street, there's a book in the kids' room. I read it to my daughters every night or month after their mother died. Work eventually caught up to me and I never found the time to read to them again. If you could find that book and bring it back to me, I might lead me to my kids. It might lead me to... My kids. Please, I need to find them. I'll help you. You're a good guy. I wish there had been more like you that night. Okay, dieser... Aber war das nicht das Haus der der Dawsons, habe ich gedacht? Irgendwie... Keine Ahnung. Okay, hier ist noch eine Weinflasche. Die merke ich mir gleich. Die merke ich mir. Ein Buch sollen wir finden. Das sollen wir ihm dann bringen, damit er praktisch...
seine Kinder durch das Lesen wieder... Hier ist noch eine Flasche. Kann man die eigentlich collecten? Also, ich werde hier nichts anderes wegen die Weinflasche... Was? Was hast du gesagt? Ein Scheiß hast du gesagt. Oder habe ich das nicht mitgekriegt? Also gut, wir können die alle abpicken. Das ist gut. Also aufnehmen. Junge, 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 die gehen mir auf den Sack. Kann ich jetzt... I told you I stayed. Also, der hat gedacht, oder wir sind hier in irgendwas involviert, habe ich das Gefühl. Und die Ages sind anscheinend doch nicht so geil. Okay, jetzt brauchen wir nur noch... Wie viele? Zwei. Nee, doch, zwei Flaschen noch. Okay, wir sollen nicht ins Badezimmer gehen, aber unten hat es dich doch auch nicht gestört. Dummes Kind. Also, ganz ehrlich. Uiui. Wir brauchen noch so einen Stuhl. Ist das auch ein Bathroom? Nee, ist keins. Und also die Alte erschreckt mich jedes Mal, wenn ich... ich brauche noch eine Bottle. Daughter's Book. Okay, cool. Das haben wir auch collected. Hier ist ein Chair. Moment, wo ist denn die Türe? Hier, die sehe ich gar nicht. Okay, gut. Haben wir hier noch eine Flasche? Vielleicht, irgendwie? Oh, Hidden Notice. I hate that bitch. If she ever threatens Olivia again, she'll regret it. I miss Mom. Okay, also die Stiefmutter war wohl nicht ganz so nett, kann ich mir vorstellen. So, wir brauchen noch zwei Flaschen. Und die sind womöglich nicht hier oben, sondern da, wo ich eigentlich nicht hin will. Ist hier oben was? Also dieses kleine Lichtchen da, kann man das irgendwie... Nee, ich habe gehofft, ich kriege das irgendwie größer, damit ich mehr sehen kann. Was ist denn das eigentlich? Kann man den aufmachen? Nee, geht nicht. Okay, den kann man dann wohl auch nicht öffnen. Okay, gut. Dann haben wir hier eigentlich schon mal alles gesucht oder durchgesucht. Hier sind keine Flaschen. Doch, hier ist noch eine Flasche. Okay. Boah, wenn die Alte nochmal auftaucht, dann haue ich ja den hier rüber ab. Die geht mir auf den... Okay. Also die taucht dann immer auf, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, das Ganze aus Weitem zu betrachten, das ist ein Bild von einem Vogel. Okay, ich glaube, uns bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als in den Keller zu gehen. Und warum die Alte nicht will, warum, dass wir in den Keller gehen, ins Bad gehen, das ist mir gerade im Moment noch ein Rätsel, aber egal. Ich habe sonst keine mehr. Okay. Ein Chair brauche ich hier ja nicht mehr, ne? Hier habe ich alle. Hatten wir oben noch einen Stuhl, den wir irgendwo hinbringen mussten? Ja, wir safen. Aber ich war hier doch auch im Bad. Warum? Um alles in der Welt hat sie das hier jetzt... Das war okay und das andere nicht. Ich glaube nicht, dass das gut endet, wenn wir da runtergehen. Wenn wir da runtergehen? Hier so da? Ich, das ist immer geil. Ich zeige immer auf den Bildschirm. Ich habe das Gefühl, dass es hier gleich einen riesen Knall tut. Ich hoffe nicht, dass ich hier durch Crawl Spaces muss, so wie in Palmyra Orphanage oder Crimson Snow. Okay, was haben wir hier oben? Hier ist nichts. Die Regale gut durchsuchen. Und wir müssen ja noch den Ketchup-Fleck wegputzen. Hat die Alte ja von uns gewollt. Diese Sally-Puppe, also dieses Manneke-Viech und ach, Keller. Oh, ein Boxsack, geil. Okay, kann man hier vielleicht irgendwas reinschalten? Nee, geht nicht. Ja, also ich habe gedacht, der Keller ist größer. Moment, hier ist noch eine Tür, die hätte ich... Okay, ich habe gerade jetzt echt erwartet. Also, lass mich jetzt raten, ich brauche einen Schlüssel. Okay, ich hoffe, die Alte kommt jetzt nicht. Ich habe nämlich keinen Bock auf die. Das ist tatsächlich... Ja, habe ich ja gerade. Habe ich gerade. Das ist ein Apple. Haben wir da hinten schon geguckt? Da komme ich. Doch, da komme ich hin. Okay. Ah, Stühle haben wir komplett und das ist jetzt die letzte Flasche. House updated. Okay, was passiert jetzt?
Wir müssen das hier eigentlich noch wegputzen, sonst kriegt die einen Koller. Huh. He actually did it all. Ja. Maybe a grub useful after all. Für was denn? Ja, jetzt lass mich doch das erstmal zu Ende bringen, was ich noch zu Ende bringen wollte. Wo war denn das Zimmer? Das war da oben. Weil das Buch haben wir auch gefunden. Ich weiß nicht, ob die Alte das freut, wenn wir... Nein, das war nicht hier. Wo ist das Zimmer? War das dann hier? Ah ja, okay. Hab mich vertan, Entschuldigung. Guck mal, wir haben das Buch gefunden. Bitteschön. Was, was war das jetzt? Okay. Achso, wir dürfen ja nicht ins Bad, hat es geheißen. Warum auch immer. Kann man die angrabbeln? Okay, ich bin hier in dem Haus ja eigentlich fertig, würde ich jetzt mal sagen. Außer, dass wir den Ketchup-Fleck nicht weggeputzt haben. Das ist sowieso nur eine Lampe. Huch, andere Seite geht's runter. Und sonst finde ich hier jetzt einmal nichts, ne? Okay, wir haben ja alles gefunden. Gold Star Take. Okay. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Gut. Und wenn hier jetzt nichts mehr ist, ich meine... Dann saven wir nochmal. Würde ich sagen, wir verlassen das Haus, wenn das geht. Jo. Okay. Ja. So, Haus Nummer 102 haben wir erledigt. Und ich würde sagen, was im nächsten Haus passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann.